Yeah. Karakan 1996 Haybe Kapıkule'ye kadar uyumak yok. Hadi. Her sene kapı yine geldi başımıza. Bizim zamanında yaşanan bu tatlı bela. Tatile gideceğiz Türkçe ailece. Tabii ki canlı varırsak memlekete. Yaslığında babamı iş tapördür. Ara ara sıra dalıp biri veriyor direksiyon başında. Ya baba gel çek kenara. Bir saat bile olsa yat istirada. Tabii ki bizimki buna kulak asmaz. Sis vaya. Fakat babam yine son gaz. Arabanın içinde hediye dolu. Stereo müzik seti kot pantolonu. Her türlü kremler ve daha daha neler. Bu kadar hediyeyi kime verecekler. Ve bu kadar yiyeceği kim yiyecek. Dormalarla çörek ve börek. Taze pide sucuk tulumba tatlısı. Düpedüz dolu aç kalma paranoyası. Benden bu kadar. Bölümde sıra kabus kerimde. Anlatsın da dinle. Dayan dostum yolun daha çok. Kapı kuleye kadar uyumak yok. Yok 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 yolun daha çok. Çok çok sana uyumak yok. Dayan dostum yolun daha çok. Kapı kuleye kadar uyumak yok. Yok 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 yolun daha çok. Çok çok sana uyumak yok. Arka arkaya oldu on araba. 24 saat geçti vardık yarı yola. Burası Yugoslavya. Heyecan ve macera. Kapçı dolu, hani bana para. Komşu bana para ver, Deutsche Mark olsun. Üstüne bir de Marlboro, yüzlük olsun. Komboyu kaybettik, yalnız kaldık. Yetişiriz demiştik, ilk kazayı yaptık. Paldır küldür çıktık dışarı arabadan. Dakikası olmadı, bindirdiler arkadan. Önüne bak kardeşim, yoksa kör müsün? Yanına gelirsem, gününü görürsün. Berlin. Wie war's gestern? Nach 10 Pflichtspielsiegen in Folge haben die Basketballer von Alba Berlin gestern Abend leider verloren im Europapokal bei Galatasaray Istanbul mit 79-93. Damit haben die Albatrosse die Chance verpasst, sich vorzeitig für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Und warum? Das verrät uns jetzt live aus Istanbul Albas Assistenztrainer Konstantin Lewowski. Schönen guten Morgen. 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 Ja, irgendwann musste das ja mal wieder passieren. War es einfach ein schlechter Abend oder waren die Türken zu stark gestern? Ja, das beschreibt eigentlich alles schon sehr zutreffend. Es war eine Kombination aus beiden. Also ich denke, dass wir gestern sicherlich nicht unsere oder eine ausreichend gute Leistung abgerufen haben, aber zudem auch ein wirklich sehr, sehr starkes, hochmotiviertes und sehr aggressives türkisches Team getroffen sind, dem wir eigentlich ja die ganze Zeit nur hinterherrennen konnten durch einen schlechten Start und die wir tatsächlich einfach überhaupt nicht zu packen bekommen haben gestern Abend. Vor einer Woche hat ja Alba gegen den gleichen Gegner zu Hause mit 10 Punkten gewonnen, jetzt dort mit 14 verloren. Warum kann die Höhe der Niederlage noch schmerzhaft werden? Ja, das ist ja zum Glück durch den Sieg von Asofmasch gegen Teramo ein wenig ausgeglichen worden, dass uns erstmal die Höhe der Niederlage nicht schmerzt. Also es ist ja momentan von der Konstellation so, dass uns ein Sieg aus den nächsten zwei Spielen auf alle Fälle reicht, weiterzukommen. Das Ergebnis wird nur dann interessant, sollte es am Ende eine Konstellation geben, wo alle vier Mannschaften 3 Siege und 3 Niederlagen haben. Da hoffen wir momentan nicht drauf, sondern wir gehen schon davon aus, dass wir stark genug sind, vielleicht sogar gleich in Italien oder spätestens dann das Heimspiel gegen Asofmasch zu gewinnen. Wie hat die Mannschaft drauf reagiert? Konnten die jetzt alle gut schlafen, trotz der Niederlage? Ja, ich habe sie gestern nicht mehr ins Bett gebracht, insofern weiß ich das nicht. Was klar war, dass die alle schon sehr, sehr wütend waren über sich selbst. Weil es war gar nicht so sehr, dass wir jetzt nicht mit der notwendigen Aggressivität aufgetreten sind, sondern wir haben einfach dumm gespielt. Und das zeichnet uns ja normalerweise nicht aus. Also in zu vielen Situationen einfach unüberlegt agiert, viele Fehler gemacht, die wieder zu einfachen Punkten geführt haben. Und das hat die Mannschaft, glaube ich, selbst sehr, sehr aufgeregt, ja. Nun gibt es ja am Sonntag in Berlin das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Braunschweig. Das wäre in der vergangenen Saison noch ein Spiel wie jedes andere gewesen. Warum ist das diesmal ein Knaller? Ja, es wäre so oder so ein Knaller gewesen, weil einfach Braunschweig ein sehr interessantes, tolles Team hat mit einem neuen, frischen Trainer und wirklich auch mit sehr frischen, aggressiven Spielweise. Sind auch toll in die Saison gestartet, hatten jetzt auch ein bisschen so eine Durchhängephase, werden dementsprechend motiviert sein.
Und für uns hat es natürlich jetzt schon nochmal einen zusätzlichen Reiz, zu beweisen, dass uns so ein kleiner Ausrutscher oder so eine Niederlage, die man ja auch durchaus einkalkulieren konnte, nicht aus einem kompletten Tritt bringt, sondern dass wir bereit sind, das in der Liga einfach fortzusetzen, was wir in den letzten Wochen begonnen haben. Nach der 79-93 Niederlage bei Galatasaray Istanbul geht es für Alba Berlin schon am Sonntag weiter in der O2 World am Berliner Ostbahnhof. Spielbeginn ist um 17 Uhr und mit dabei ist dann natürlich auch Albas Co-Coach. Vielen Dank, Konstantin Lewowski. Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss.